Wir sind stolz auf Sie. Und ich gebe mich der zuversichtlichen Hoffnung hin, dass die Folgen Ihrer großen Entdeckung künftig nur friedlichen Zwecken zugutekommen werden. Haben Sie vielen herzlichen Dank, Herr Geheimrat, für Ihre so liebenswürdigen Worte. Auch ich bin der Meinung, dass man die durch die Uranspaltung in den Bereich des Möglichen gebrachte Ausnutzung der Atomenergie wirklich nur humanitären Zwecken zugänglich machen sollte. Und das wollen wir doch alle hoffen. Und derselben Meinung sind, davon habe ich mich in Schweden, wo ich ja gerade herkomme, überzeugt, auch die Gelehrten praktisch der ganzen Welt.